Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Sapiens Tutorial und Gameplay. Und in der letzten Folge hatten wir wieder relativ überraschend das Eintreffen einer Mammutherde. Und wir konnten auch noch am selben Tag, Abend, tatsächlich zwei Mammuts erlegen. Das waren diese beiden. Und hier haben wir noch zwei, die noch hier rumlaufen. Und die sollten wir tatsächlich auch noch bejagen. Das tun wir jetzt auch gleich am Morgen, bevor hier die Sonne richtig aufgeht. Die Jäger sind tatsächlich schon sehr früh aktiv. Und wir schauen mal. Und ja, der eine Jäger, der ist relativ engagiert hier. Aber mal schauen, ob er tatsächlich mit den beiden hier zurechtkommt. Er hat den Vorteil, dass das Speerlager recht nahe ist. Das heißt, er kann sich sehr schnell wieder mit neuen Speeren versorgen. Und jetzt läuft er hier hin, holt sich den Speer. Aber er ist im Moment noch der Einzige. Aber wenn das so weitergeht, wird er ganz alleine das Mammut tatsächlich erlegen. Und jetzt müssen wir hier das letzte bejagen. Und wir machen mal Folgendes. Wir sagen hier die Speere abschalten, damit hier die Sapiens nicht rumlaufen. Und hier ist jetzt hier tatsächlich... sind jetzt vier Jäger zugange. Das heißt, es wird jetzt hier mit dem Mammut vermutlich relativ schnell gehen. Das zu erlegen. Vor allem, weil das Speerlager in der Nähe ist. Also da haben wir wirklich den Vorteil. Und jetzt haben wir auch dieses Mammut erlegt. Das ist sehr gut. Und jetzt können wir noch überlegen, dieses letzte hier draußen. Und ich denke, wir versuchen das auch noch. Das ist zwar jetzt ziemlich weit, aber wir haben vier Jäger oder fünf, die jetzt hier am Start sind. Das heißt, wenn vier Jäger zweimal zwei Runden laufen, dann sollte das ausreichen, um das Mammut zu erlegen. Tatsächlich. Und jetzt schauen wir hier mal aus der Perspektive, ob wir das schön beobachten können. Vier Treffer. Okay. Das wandert jetzt zwar ab, aber ich denke, wir kriegen das Mammut noch gejagt. Noch ist es grün, das heißt in Reichweite unserer Jäger. Und es regnet wieder mal. Also das Wetter... Das Wetter ist hier irgendwie etwas, naja, mäßig. Sagen wir es mal so, mäßig. So, das müsste jetzt Nummer 5 sein. Ah.
Und jetzt läuft er tatsächlich aus dem Bereich raus, scheinbar. Hier ist noch ein Jäger, aber der dreht jetzt um. Das heißt, da sind keine Jäger mehr, die dieses Mammut tatsächlich noch jagen wollen. Das heißt, es entkommt uns. Okay, damit müssen wir dann leben. Hier ist noch ein Mammutfleisch, das sollten wir natürlich noch holen. Und wir schauen mal, ob unsere Raspberries hier wieder in Reichweite sind. Dann könnten wir die noch holen. Zehn Stück. Das Mammut wandert ab. Also es ist so, das Mammut ist jetzt nicht schwer verletzt und verendet irgendwo qualvoll, sondern es ist so, ich habe das mal tatsächlich beobachtet, es schüttelt die Speere irgendwann ab, die fallen dann ab, liegen dann irgendwo in der Landschaft und das Mammut ist wieder wohlauf und gesund und geheilt. Also das erleidet hier nicht irgendwie einen schrecklichen Tod. Und wir markieren hier diese vier mal zum Zerlegen, damit das Fleisch tatsächlich noch gewonnen wird und nicht liegen bleibt. Und diese Sapiens hier haben wir jetzt unseren Auftrag mit dem Fleisch hier noch entdeckt. Und die Raspberries hier. Und die werden jetzt noch geholt. Und ich denke, das eine Mammut wird wahrscheinlich kein Problem mehr darstellen. Aber wir können das, da ist jetzt kein Jäger mehr unterwegs, aber sicherheitshalber nehmen wir das jetzt mal aus der Jagd raus. Und da sehen wir jetzt schon, die ersten Speere sind hier abgefallen. Das heißt also, das Mammut wird seinen Weg machen und wohlauf sein. Genau. Und hier kriegen wir noch unsere restlichen Raspberries. Und wir schauen mal. Ich denke, beim letzten Mal habe ich gesehen, dass schon einige gepflanzt waren. Ja, drei sind schon gepflanzt. Sieben haben wir noch. Wir holen 10. Jetzt warten wir vielleicht noch mal kurz ab, weil es könnte sein, dass die Sapiens auf dem Weg als Wegzehrung tatsächlich auch die eine oder andere Frucht essen. Das heißt, von den 10 oder 11, die wir jetzt markiert haben, kommen vielleicht nicht alle an. Genau. So. Und dann schauen wir hier nochmal. Da haben wir hier jetzt die Situation, unser Doc ist hier tatsächlich fertig. Und wir können hier jetzt noch den restlichen Sand abgraben, um hier das Wasser bis zum Dock zu kriegen, damit hier unser Hafenbecken sozusagen vollständig ist. Dann müssen wir hier noch, ich denke, wir nehmen das noch raus und das noch raus und das noch und dann hier. Dann haben wir hier überall Wasser und das graben wir auch ab. Und ich denke, die Linie hier graben wir auch noch ab. Und hier sollten wir vielleicht noch die Steine einsammeln, die gehen sonst verloren. Und die lagern wir auch erstmal hier. Das heißt, wir machen uns nochmal einen kleinen Lagerbereich und sagen hier, wir wollen die Large Rocks hier speichern.
hier lagern. Genau, und dann haben wir hier das Problem, dass dieser Boulder uns im Weg ist. Das heißt, den müssen wir abbauen und ich denke, wir sollten auch die anderen noch abbauen, damit wir hier noch ein bisschen Platz gewinnen. Genau, und damit haben wir eh schon wieder genügend Arbeitsaufträge für unsere Sapiens generiert. Wir schauen noch mal ein bisschen in die Runde, ob noch mal irgendwo Mammuts auftauchen. Da ist das eine, das am Abziehen ist. Ich gehe mal davon aus, es hat mittlerweile alle Speere abgeschüttelt. Ja, bis auf einen hat es alle Speere abgeschüttelt. Da liegen sie. Da liegt einer, hier ist einer. Also, das ist kein Problem mehr für dieses Mammut, dass wir es bejagt haben. Und hier ist schon eins komplett zerlegt. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir genügend Lagerplatz für unser Mammutfleisch haben. Und ich würde sagen, wir definieren hier auch noch mal einen zweiten für rohes Mammutfleisch. Mammutfleisch, und wir sagen, wir wollen nur rohes Fleisch hier haben. Falls der überläuft, damit die nicht auf die Idee kommen, das irgendwo zu lagern, sondern dass das hier geordnet abgeht, in Anführungszeichen. Und jetzt haben wir hier schon 58, ist klar. Wir hatten die 48 von unserem ersten Jagddurchgang und jetzt haben wir nochmal 4, also 4 mal 12, nochmal 48. Das heißt, wir müssten am Ende 96 Mammutfleisch im Lager haben, rohes Mammutfleisch. Und hier sehen wir jetzt, dass unser Wäldchen langsam aufwächst. Und da sehen wir schon den Vorteil der hochgewachsenen Pine Trees, dass das jetzt wesentlich luftiger in Anführungszeichen ist. Nicht so dicht wie hier der Wald, wo man im Prinzip, den man nicht wirklich überblicken kann oder wo man nicht weit schauen kann. Und wenn hier Mammuts durchlaufen, dann sieht man die kaum. Das ist also ein bisschen ein Nachteil und deswegen pflanze ich hier immer diese hochgewachsenen Pine Trees, damit das Ganze etwas optisch besser zu überblicken ist. Okay. Gut. Also wir sehen schon, hier ums Lager rum wird es jetzt etwas lichter, nachdem wir das abgeholzt haben. Wir haben da oben nochmal Gooseberries. Die können wir uns auch nochmal holen und hier anpflanzen am Lager. Und da drüben, wenn ich es richtig erinnere, stehen irgendwo Orangen. Da hinten sind die Orangenbäume und die werden wir uns dann auch nochmal holen, um am Lager entsprechende Obstvorräte auch zu haben. Und wenn wir hier schon dann den Hafen haben, dann können wir uns auch überlegen, dass wir hier so eine kleine Plantage anlegen, so nach dem Motto, das ist sozusagen unser Wirtschaftshof, der dann unsere spätere Stadt, die wir da unten planen, mit Gütern und Lebensmitteln versorgt. Also Fleisch, Obst und so weiter, aber auch mit Holz, mit Brennmaterial und so weiter. Und das Ganze, stellen wir uns vor, läuft hier über diesen Fluss dann per Schiff. Also das ist eine Sache, die ich für das Spiel mir noch wünschen würde, ist, dass man so kleine Schiffe bauen kann, wo man vielleicht dann ein oder zwei solcher Lagerplätze im Prinzip auf dem Schiff einbauen kann. So eine kleine Barke oder sowas, die dann von zwei oder drei Sapiens gesteuert wird,
vielleicht mit Rudern oder sowas oder mit kleinen Segeln. Und die man dann benutzen kann, um Rohstoffe eben in größeren Mengen zu transportieren. Jetzt müssen wir das relativ mühsam mit den Sapiens, die tragen das von Lager zu Lager über diese Routen. Aber es wäre aus meiner Meinung nach auch gut denkbar, dass man so kleine Schiffe hat, für die man dann auch Routen einrichten kann. Und wo man auf dem Schiff vielleicht ein oder zwei solcher Lagerplätze definieren kann, die man dann befüllen kann. Und dann kann man das Schiff zur Stadt schicken und dort wieder entladen und so weiter, dass man also auch Handel betreiben kann. Gut, und jetzt haben wir hier unsere Wasserfläche. Und was wir noch machen, ist unsere Pfosten wieder rein. Und das wird jetzt nochmal ein bisschen mühsam für unsere Sapiens werden, weil die jetzt natürlich durchs Wasser müssen dahin. Aber ich denke, das werden die schaffen. Wir setzen die mal in kleins bisschen größeren Abständen hier. Dann wird die Arbeit etwas überschaubarer sein. Okay, und hier in der Ecke wieder enger. Und hier noch einen. Okay. So, damit haben wir die Pfosten wieder für unser Dock. Und da sehen wir schon, hier ist es praktisch, da können die schon unterm Dock durchgehen. Und hier werden schon die Boulder abgebaut und die Steine gesammelt. Das ist okay. Ja, der lernt noch. Gut, also, jetzt sind wir hier an dem Punkt so, dass wir langsam überlegen können, wie wir unser Dock weiterbauen. Wir schauen hier nochmal kurz zum Wäldchen. Jawohl, das wächst jetzt schön auf. Also es wird nicht mehr lange dauern, dann haben wir hier die erste Reihe von Bäumen, die wir ernten können. Und ich würde sagen, wir schauen mal kurz, wie viele Stämme wir hier tatsächlich haben im Lager. Ja, das ist wieder ganz ordentlich, 52. Und wir haben mittlerweile auch einige Splitlocks, also einige Bretter, 60 und okay, unser Brennmaterial ist okay hier. Wir machen wieder mal Musik, würde ich vorschlagen. Um unsere Sapiens bei Laune zu halten, wir checken mal kurz, wie es denn aussieht. Die Average Happiness ist bei 74. Das ist nicht so schlecht, aber könnte besser sein. Okay. So, mit Nahrung sieht es hier natürlich fantastisch aus. Wir haben jede Menge Brot, 261. Wir haben Mammutfleisch, 9. Wir haben noch Alpaka, 10. Und wir haben hier 84. Und da wird noch was kommen, vermute ich, oder? Nach meiner Zählung müssten es 96 sein, aber vielleicht habe ich mich auch verzählt, dass das beim ersten Mal nur 36 statt 48 waren. Okay, jedenfalls haben wir jede Menge. Und unser Holz ist am Wachsen. Hier haben wir das Werkzeuglager, das ist auch gar nicht schlecht.
dass wir hier ein kleines Lager haben für Werkzeuge. Okay, so. Ja, dann ist hier die Frage, die Pfosten sind alle bis auf einen gesetzt. Das sieht also schon ganz okay aus. Und jetzt müssen wir hier nochmal schauen. Okay, da ist nichts. Das können wir wieder abbauen. Wie wir unser Dock hier erweitern. Und ich denke, wir lassen das gleich. Wir bauen das doch. Und wir setzen hier jetzt diese Fliesenböden an. Und jetzt ist die Frage, wie groß bauen wir das und wie bauen wir das? Und ich würde sagen, wir bauen einen Mittelbau, der zwei Geschosse hat und links und rechts eingeschossige Seitenbauten. Und dazu bauen wir jetzt erstmal diesen Tilefloor. Das ist also dieser Fliesenboden. Und den schließen wir hier an. Schauen wir mal, haben wir da die Mitte getroffen? Ja, da haben wir die Mitte getroffen. Und ich würde sagen, das Hauptgebäude bauen wir drei Einheiten breit. Und vielleicht fünf Einheiten tief. Oder vier. Ich denke, vier reicht. Vier Einheiten tief. Und dann haben wir hier dieses Gebäude. Und jetzt brauchen wir die Seitengebäude noch. Links und rechts davon diese Seitengebäude. Und da machen wir drei. 1, 2, 3 mal 2. Dann haben wir hier, glaube ich, einen ziemlich ausgewogenen Grundriss. Wir schauen mal. Jawohl. Das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Hier kriegen wir die Fassade. Und da hinten kriegen wir den Haupteingang. So, und damit das Ganze jetzt nicht einfach in der Luft hängt, bauen wir hier diese halbhohen Ziegelwände. Diese halbhohen Ziegelwände, die das Ganze so ein bisschen umranden. Jetzt schauen wir mal, wie das wirkt, wenn das fertig ist. Genau. Und hier in der Mitte kriegen wir auf jeden Fall eine halbhohe Treppe. Kann ich hier gar nicht ansetzen. Die will er nur da hinten hinsetzen. Zum Dock. Das macht aber keinen Sinn.
Vielleicht brauchen wir da unten noch ein Split Floor. Setzen wir den mal davor. Und jetzt mal eine halbhohe Treppe. Mal schauen, ob das klappt. Ah, es klappt auch nicht. Mal schauen, was er daraus macht. Aus dieser Treppe. Wir könnten das mal wegnehmen. Die ist irgendwie im Sand. Die sitzt hier irgendwie im Sand. Ich nehme die auch nochmal weg. Also es ist ein bisschen seltsam. Aber wir... Okay, wir lassen das mal hier mit dem Boden. Wir schauen mal, wie das Ganze aussieht, wenn es fertig ist. Hier ist 0 Meter. Okay. Und das hier ist dann einen halben Meter drüber. Ja, da müssen wir uns dann nochmal was anderes überlegen, um hier ein paar Stufen hinzubauen. Das müssen wir uns dann nochmal überlegen, wie wir das am besten regeln. Genau. Und hier links und rechts schließen wir dann, also hier können wir noch mal Pfosten reinsetzen. Oder wir machen noch mal eine, ich denke, das wäre vielleicht noch mal eine Reihe, also einen Boden, Holzboden, und setzen da vielleicht anschließend an diese Seitengebäude dann unsere ersten Holzschuppen an, dass wir so eine Art Galerie an Holzschuppen um den Hafen rumkriegen. Das müssen wir dann nochmal sehen, wenn es soweit ist. Mammuts sind keine mehr in Sicht, okay. Dann checken wir nochmal kurz unser Wäldchen. Das sieht gut aus. Da kriegen wir also Holznachschub, den werden wir auch brauchen, weil unsere Vorräte hier gehen jetzt wahrscheinlich schnell zur Neige. Fliesen und Ziegel. Hier haben wir 84. Ja. Genau. Bei den Alpakas müssen wir ein bisschen darauf achten, dass uns die nicht verderben. Und aber das sollte kein Problem sein. Ach, hier liegt der Rest, die 12. Okay. Die 84 hier plus die 12 sind die 96, die ich berechnet habe. Dann stimmt es doch. Und hier haben wir die 6 gebratenen. Und hier haben wir noch die Alpaka. Und wir sollten keinen neuen Mammut braten, bis die Alpaka verbraucht sind. Ich denke mal, die Sapiens werden erst gerne das Mammutfleisch essen. Das haben die scheinbar lieber auf dem Speisezettel als das Alpaka. Und ja. Und dann sehen wir hier schon, unsere Speere sind zu Ende. Die haben wir natürlich jetzt alle ausgelagert. Und wir brauchen langsam wahrscheinlich wieder Brennmaterial. Wir haben noch 200. Das ist okay. Aber ich denke, wir bauen jetzt nochmal 50 Speere. Und jetzt ist die Frage, haben wir noch Speerspitzen? Wir schauen mal ins Lager, ob wir noch... Speerspitzen haben. Flint. Nein, wir haben keine Flint-Speerspitzen mehr. Wir haben Flint-Speere, aber keine. Doch, da. Flint-Spearheads. 0. Okay. Und das heißt, da haben wir keine mehr. Aber wie schaut es mit Flint aus? Da haben wir noch 17. Das ist jetzt auch nicht mehr so viel. Aber wir haben jede Menge Knochen. 100. Das heißt, wir können
mal 100 Knochenspeerspitzen bauen. Das heißt, wir schauen nochmal, wie schaut es mit den Messern aus? Da haben wir noch 20. Das heißt, wir bauen vielleicht hier nochmal 30 Messer. 30 Messer aus Knochen. Und dann haben wir noch und erstmal 50. 50 Speerspitzen aus Knochen. Okay, soweit so gut. Jetzt schauen wir hier. Da haben wir wieder versprengte. Wir holen die alle mal hier ins Lager zurück. Damit hier keiner auf die Idee kommt, da draußen zu schlafen. Okay. Und diese Mammutjagdgeschichte hat uns also auch gezeigt, wir müssen uns wieder auf die Jäger konzentrieren. Das heißt, wir schauen mal, wie viele Jäger wir jetzt tatsächlich hier noch haben. Und da schaut es gar nicht so gut aus. Wir haben hier die Mali, die ist schwanger, die fällt also sowieso weg. Und dann haben wir hier noch die Pisula, die war schwanger, die ist jetzt wieder einsatzbereit. Und den Pona, den wir noch als Jäger aktivieren könnten. Aber ich würde vorschlagen, wir nehmen die mal alle raus. Jetzt im Moment haben wir eh keine Mammuts in Sicht. Und wir schauen mal, wie es hier aussieht. Naja, den könnten wir für die Jagd ausbilden. Der hat zwar jetzt einen nahen Verwandten verloren, aber ich denke, das wird ihn als Jäger nicht bremsen. Und dann schauen wir, ob wir hier in der Nähe morgen ein Alpaka haben. Hier sehe ich eins, aber hier ist es jetzt schon zu dunkel, da sehe ich nichts mehr. Das heißt, dass wir uns vielleicht nochmal 5 bis 10 zusätzliche Jäger ausbilden, um beim nächsten Auftreten einer Mammutherde wieder genügend Jäger zu haben, weil wir müssen ja damit rechnen, dass uns kontinuierlich durch das Altern unserer Sapiens natürlich auch Jäger verloren gehen, die einfach zu alt sind für die Jagd und dann da rausfallen. Naja, also das war jetzt ein nicht so erfolgreicher oder nicht so ereignisreicher Tag. Da haben wir uns jetzt mehr auf unsere Hafenanlage wieder konzentriert, auf unsere Baumaßnahmen. Und der Vorteil ist, wir haben hier jede Menge Nahrung jetzt am Lager, Mammutfleisch und so weiter. Das wird also eine ganze Zeit vorhalten. Das heißt, wir müssen da erstmal unsere Brotvorräte nicht aktivieren und die Brotproduktion wieder aktivieren, weil wir im Moment noch so viel Fleischvorräte haben und die Alpakas müssen wir auch noch verarbeiten. Also das Ganze sieht erstmal ganz positiv aus und wir können dann in der nächsten Folge nochmal ein neues Musikinstrument bauen. Hier ernten wir vielleicht mal diese die Kürbisse, die ernten wir jetzt einfach mal ab, das dürfen wir dann nicht vergessen, und dann bauen wir hier, das geben wir gleich in Auftrag, das haben wir noch nicht erforscht, das ist hier noch unerforscht, das heißt, wir müssen erstmal einen Kürbis ernten und den dann nochmal untersuchen, dann können wir dieses Musikinstrument erforschen. Das hätte ich noch ganz gerne, weil das Musikinstrument ist eben eine gute Methode, um die Zufriedenheit zu steigern. Und da sehen wir jetzt abends 86, das ist schon okay.
Und es wird jetzt am Morgen, wenn die ausgeschlafen sind, vielleicht noch einen Tick höher sein. Also da müssen wir darauf achten, vor allem, dass unsere Kinder- und Altenzahl einigermaßen im Gleichgewicht ist. Und wir sehen auch, unser Tribe, unser Stamm, hat ein bisschen abgenommen. Wir hatten schon mal 42, jetzt haben wir nur noch 40. Also auch da müssen wir schauen, dass wir hier die Anzahl unserer Sapiens hochhalten. Ich denke, 40, 50 ist eine gute Zahl. Je mehr, umso besser. Aber wir sollten unter die 40 sollte man nicht fallen, weil dann das Problem besteht, dass wir zu wenig Arbeitskräfte haben. Okay, soweit so gut. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.